Auf jeden Fall, da waren haufenweise Wissensfragen. Am Ende kommt nichts raus, heißt das Rätsel. Cool. Klebriger Toffee-Pudding. Sehr beeindruckend. Schließlich war das ein kiffriges Rätsel. Ein kiffriges Rätsel? Ja, das auch. Ein kiffliges Rätsel. Das ist. Oh, wusstest du übrigens, Cannabis in Deutschland feiert jetzt so um so circa... Ein Jahr Rezept. Mhm. Mhm. Genau. Da hatten wir doch mal ja, letztens drüber geredet. Jan das ja, genau. Mit einem Freund das Thema. mit einem Freund namens... Ja. 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 Hm. Okay, danke. Mir geht es jetzt tatsächlich ein wenig besser, weil ich jetzt weiß, dass... Eine Sekunde. Du musst noch umstellen. Ja. Oh, jetzt geht's mir erst recht besser. Du bist so gut zu mir, Miss Layton. Richtig. Deswegen will sie auch nichts von ihm, weil er sie immer Miss Layton nennt. Kling! Ja, in den beiden Fahnen. In den beiden Fahnen? Mhm. Okay. Und in den Wappen. In le Wappen! Okay, und sicherlich nicht irgendwo noch ein... Nee, sieht, nee. Nicht, sieht nicht nach einer Kuriosität irgendwo noch aus. Mhm. Okay, dann Fahrrad. Vorrat. Vorrat. Fahrrad? Fahren die dann zu zweit Fahrrad? Ja! Nein. Er muss laufen. Ja. Ich glaube wirklich. Glaube ich auch. Wenn sie Fahrrad fährt, muss er laufen. Schön. Vorplatz der Uni. Da sind wir, Miss. Ging ganz schnell, wie versprochen. Nein. 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 Ja, dass es bei dem ganz schnell geht, wenn er sie sieht, das glaube ich. Haha! Das weckt alte Erinnerung. Ja, das Haha weckt alte Erinnerung. Ich war schon ewig nicht mehr an der Universität. Hat sich kaum verändert. Ist nur irgendwie kleiner geworden. Das ist nämlich so, wenn man irgendwo als kleines Kind ist und dann auf einmal geht man als Erwachsener hin. Ich war nämlich mal in einer Kita drin und habe erst mal gemerkt, wie klein diese ganzen Sachen sind. So die, also als Erwachsener war ich in der Kita mal. Ja. Und auf einmal so diese kleinen Schuhregale und Haken für Klamotten. Und die Toiletten. Alles so klein. Alles in Ordnung? Was? Oh ja, alles gut. Also angeblich hat diese Universität ja eine lange und hochinteressante Geschichte. Aber die ist so langweilig, dass wir die jetzt nicht durchgehen. Ja. Ja, ganz recht. Sie ist eine der beiden führenden Universitäten Londons, Miss Layton. Und die andere ist die, Dr. Evil Universität von Hershingshire. Nenn mich doch einfach Cat. Ach, ich gib's auf. Man sieht schon an den Gebäuden, dass hier die hellsten Köpfe der Stadt sind. Und schau nun, der Konstabler, den wir bei Scotland Yard gesehen haben. Die hellsten Köpfe. Und dann kommt er. Was, wenn er mich verhaftet? Entspann dich. Offenbar hat er Moment genug mit den Ermittlungen zu tun. Fragen wir ihn doch einfach mal, wie der Fall so steht. Wie es mit dem Fall so steht, oder in dem? Oh ja, hoffentlich haben sie etwas gefunden, was meine Unschuld beweist. Hier, wir haben Beweise gegen sie! Wen zuerst dann? Schornstein. Den Schornstein. Hallo Schornstein, hallo! Die Spitze! Ganz schön spitz. Ja, eine ganz schön spitze. Ich stehe auf Spitze. Hey, da hinten zeichnet jemand oder liest. Warte. Was? Kuriosität im rechten Fensterbogen da. Ach, da. Und wo ist. Ein abgewracktes Auto! Moment, in einem Fenster? Ein Motel wahrscheinlich. Ah. Ja, werden wir ja dann sehen, wenn wir es durchgehen. So, irgendwo aber war noch eine Münze, noch oder? Ja. Ich denke mal bei irgendeinem Fenster. Das ist nur das. Okay.
Ah, hier die Spitze von dem Baum. Gefunden. So, Benny? Natürlich kenne ich noch Sören. Den soll keiner stören. Er hat ein Rätsel. Und er mag sehr gerne Möhren. Die tun ihn sehr betören. Ja, ja. Das ist also London. So viele riesige Gebäude. Dagegen sieht Sangrio aus wie ein Dorf. Sangria. Gut, dann verkaufe ich meine Poponios zuerst hier. Und wenn sie dann jeder kennt, verkaufe ich sie auf der ganzen Welt. Wenn die Poponios erst berühmt sind, wird auch Sangrio berühmt. Und wir werden die Welt beherrschen. Nicht so. Und wenn Sangrio berühmt ist, kommen mehr Touristen. Und dann sind alle glücklich. Nein. So, feiern wir eine Party. Eine Poponio-Party. Kauft alle kräftig ein. Ist heute ein Fest? Da drüben tanzt ein Mann oder Nase oder irgendwas, der mein Vater damals gedroht hat, weil er keinen Poponio kauft, mich zu belästigen. Ja, davon hat er mir immer wieder erzählt. Ja. Oh, ihm ist ein Rätsel aus dem Rucksack gefallen. Da. Raketenwürfeln. Oh Gott. Ah, ach so, okay, es hat nichts mit... Die Raketen werden getestet, um herauszufinden, wie sie starten und landen. Jede Rakete kann sich nur auf ein Feld weiter bewegen, das die gleiche Anzahl an Feldern entfernt ist. Okay. Mhm. Oh Gott, das klingt mir fast wie dieses Rätsel mit den Pancakes. Hier, schiebe die Raketen um sie in eine 3-2-1 Reihenfolge. Moment, von was? Von links nach rechts. Also du sollst sie einfach nur vertauschen. Also es soll 3-2-1? Ja. Moment. Das ist ja dann ein Ding. 3, 2, 1. Hm. Meins. Okay, versuchen wir es. Los? Ja. Ja. Hm, das nicht. So. Von ganz rechts nach links oder was? Hm? Ganz sicher habe ich die Reihenfolge. Du hast die Reihenfolge? Nee. Ach so, nee, die müssen wahrscheinlich. Ach so, ohne eine Lücke. Ja. Ich hab... Oh. Shit. Ich hab's auch. Nee, ich hab's nicht. Das ist es ja. Also, ich hab's. Oh, Mann. Das ist ja fies. Oh. Ja. Wir können also schlafen. Okay, aber da warst du jetzt besser. Ja. Ich hab das nämlich auch erstmal... Ah. Ich hätte auch gerne andersrum eine 1, 2, 3 haben wollen, aber es ging ja nicht. 3, 2, 1, puh! Ja. Das erinnert mich an dieses Raketenstart-Minispiel aus. Okay. Wie heißt denn das? Rhythm Paradise. Ja, kannst du. Raketenmäßig schlau. Der Test war ein Erfolg, indem du Rakete 1 an den rechten Rand bewegt hast. Konntest du die Reihenfolge umkehren? Auf dem schnellsten Weg braucht man übrigens nur 9 Schritte. Ich glaube, ich habe auch nur 9 gebraucht. Ich weiß nicht, wie viele ich hatte, aber es waren bestimmt mehr als 9. Also ich bin mir nicht sicher. Entschuldigen Sie, ist Ihnen dieses Rätsel hier aus dem Rucksack gefallen? Oh, danke sehr. Die Leute in London sind so nett. Sie können das Rätsel ruhig behalten. Wir sehen uns. Ringo. Was? Kein Poponio. Ringo. Oh, hat kein Reißzeug. Schade. Die Grassenheller Universität ist eine der renommiertesten Universitäten in ganz London. Und es ist die einzige von 2. Moment, nein, also eine von nur 2. Viele Abgänger von der Grassenheller sind heute berühmte Akademiker, Politiker und Trommelwirbel Künstler. Wie Abgänger, also frühzeitige? Nein. Wie könnte es auch anders sein bei diesem vollmundigen Namen? Höchst beeindruckend. Dann bist du auch, ist auch ein akademischer Überflieger, Ernest. Also, danke für das Kompliment, Miss. Sehr speichelhaft. Im Augenblick haben wir leider keine Zeit, uns selbst auf die Schulter zu klopfen. Also mache ich das bei dir und du bei mir. Danke.
Wenn dir die Polizei diesen Diebstahl anhängen kann, bist du ein berüchtigter Grissenheller. Kein berühmter. Ja, tut mir leid, da hast du recht. Okay, das hat uns nichts gebracht. So an sich. Hm. Halli, hallo, Hallöchen. Wen haben wir denn da? Wenn das nicht der Bursche ist, den Inspektor Hastings heute zum Verhör in den Yard gebracht hat. Oh, ich muss noch was zum letzten Rätsel sagen. Und zwar, wer hat eigentlich die Raketen dann tatsächlich dahin geschoben? Über die anderen hinüber. Oder sie genommen und dann... Da war vielleicht so Miniatur. Wer weiß, vielleicht mussten die auch Kräne nehmen. Ja. Oder die Raketen sind immer so ein kleines bisschen gestartet. Man hat sie doch gehen lassen. Was waren sie jetzt hier? Haben sie es sich anders überlegt und wollen jetzt doch gestehen? Nein, definitiv nicht. Ich werde niemals gestehen. Ich war's nicht. Das ist auch wie Game of Thrones. Ich gestehe. Ich gestehe, dass ich ihn am liebsten umgebracht hätte. Es aber nicht habe. Ja. I demand trial by combat. Ja. Was? Der Winter naht. Winter is coming. Ja. Im Englisch klingt das alles viel cooler. Ja, auf jeden Fall. Ich finde den Fall hochinteressant, Konstabler. Angeblich wurden Forschungsunterlagen gestohlen. Stimmt das? Kein Geld? Keine anderen Wertsachen? Waren die Dokumente an sich etwas wert? Also, offen... Oh. Entschuldigung. Also, offenbar war es eine sehr wichtige Forschungsunterlage. Lies weiter. War eine sehr wichtige Forschungsunterlage eines gewissen Dr. Genom. Ja. Was ist nochmal ein Genom? Jetzt müssen wir es alle wissen. Echt jetzt? Okay. Hä? Ein Genom ist ein... Wie ein... Ungefähr. Okay, und jetzt nochmal so, dass es alle verstehen. Nein, das haben alle verstanden. Okay, also sowas wie ein Chromosom. Okay, jetzt habe ich es falsch gesagt, falls es falsch ist. Es ist falsch, glaube ich. Es ist also Erbgut. Ja. Es ist halt Erbgut, es ist halt wie Gen, nur halt... Nur mit Ohm. Es ist halt... Gruppe. Okay, alles klar. Dr. Gene Ohm. Oh Gott. Wer ist dieser Dr. Genom? Wer ist dieser Dr. Eckig? Oder Dr. Ecksack? Dr. Weichei? Dr. Hardei? Nein. Nee, aber Worte, die mit Dr. Ja, im Chromosomensatz. Der speicherte Erbanlage. Dr. E-Knopf. Ja. Dr. Eist. Okay, ich mach schon weiter. Oh, da kann ich weiterhelfen, Miss. Er gehört zu den einflussreichsten Wissenschaftlern im Bereich Pflanzengenetik. Er hat schon unzählige revolutionäre Aufsätze zu diesem Thema veröffentlicht. Nur keiner hat sie gelesen. Deswegen weiß auch keiner, ob die wirklich revolutionär sind, aber alle sagen's. Nur seinetwegen habe ich mich hier eingeschrieben. Ich wollte schon seit Jahren in seine Kurse. Wirklich? Und gleich am ersten Tag hast du es geschafft, den Diebstahles an seiner Arbeit bezichtigt zu werden. Ja, irgendwie. Professor Weich, genau. Irgendwie ist das so passiert. Offenbar haben Wissenschaftler in aller Welt sehnsüchtig auf Dr. Ohms aktuelle Forschungsergebnisse gewartet. Und wahrscheinlich hat er sie einfach nur selbst geklaut, weil er keine Ahnung mehr hatte, was er tun soll und den Erwartungen entsprechen wollte und deswegen einen dem Jungen, der in der Nähe vom Raum war, bezichtigt hat, seine Unterlagen geklaut hat. Ich glaube, es wurden gar keine Unterlagen geklaut und der hat die einfach nur berichtigt, weil da ein Fehler drin war. Oder irgend sowas. Ich weiß ja nicht, ob er überhaupt, hat er jemanden bezichtigt?
Nee, also bisher hat er ja noch gar nichts. Ja, also. Also gehen wir davon aus, Madame, dass sie schon ziemlich was wert sein könnten. Das in dem Chat, das ist doch einfach Wirtschaftsprofessor, Wirtschaftsprofessor, Wirtschaftsprofessor. Wirtschaftsprozessor. Ein Wirtschaftsprozessor? Das sind diese Dinger, das sind Grafikkarten. Wirtschaftsprozessor sind momentan Grafikkarten, weil die werden für Bitcoin-Mining benutzt. Wartet. Wirtschaftsprofessor, Wirtschaftsprofessor, Wirtschaftsprofessor. Ich habe viel mit Wirtschaft zu tun, deswegen ist das für mich echt... Professor. Diplom-Gynäkologe. Oh Gott. Oh, was war das? Öko-Gynäkologe. Würde ich nicht gerne gehen. Gynäkonom. Okay, weiter. Ein Gynäkonom klingt irgendwie wie was, wie eine Krankheit. Ja. Okay. Sie haben da ein Gynäkonom. Okay.